Nichts ging mehr in der Seebar vom Biergarten Jupp unter de Böcken. Eingeladen hatte der TuS Haltern zu einem Partnertreff. Rund 70 Sponsoren und Freunde des TuS waren erschienen, um Neuigkeiten rund um das Thema Fußball zu erfahren. In einer Talkrunde mit Daniel Winkelkotte plauderten Christoph Metzelder und Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer aus dem Nähkästchen. Im Vordergrund stand dabei die Entwicklung des Fußballs im TuS Haltern. Wir wollen jetzt diese U19-Generation in den nächsten Jahren aufbauen und ich glaube, es ist auch gut, als Sportler gefordert zu werden, auch von seinen Mitspielern. Und deswegen, so sind auch diese Verpflichtungen zu sehen, die Qualität zu erhöhen, um aber auch in den nächsten Jahren weiterhin Jugendspieler nach vorne zu bringen. Dass Schiedsrichter es nicht einfach haben, wusste Bundesliga-Schiedsrichter AD Thorsten Kienhöfer zu berichten. Besonders bei Fehlentscheidungen müssen die Unparteiischen sich manch herbe Kritik gefallen lassen. Unternehmen die Bundesliga mit einem Milliardenumsatz. Für die Vereine geht es um sehr, sehr viel Geld. Und da ist ein nicht gegebenes Tor oder ein nicht gegebener Strafstoß, kann dann Millionen kosten. Jetzt gerade bei den Entscheidungsspielen in der Relegation ist ein immenser Unterschied, ob du in der ersten Liga oder in der zweiten Liga spielst. Und die Entscheidungen treffen halt die Schiedsrichter. Und die Schiedsrichter sind, ich sage das immer wieder, ich wiederhole mich da auch gerne, sind auch nur Menschen. Die Menschen machen Fehler. So wie ein Thomas Müller in einem entscheidenden Spiel einen Elfmeter verschießt, trifft auch ein Schiedsrichter eine falsche Entscheidung. Mittels Videobeweis soll Schiedsrichtern die Entscheidung in einem Spiel erleichtert werden. Die Einführung eines Videoschiedsrichters wird derzeit in der Fußballwelt diskutiert. Es gibt auch einen enormen Graubereich. Weil der eine vielleicht so entscheidet und der andere entscheidet so, da muss man das akzeptieren. Und jeder freut sich ja in Zukunft vielleicht auf den Videoschiedsrichter. Nur ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt, am Wochenende bin ich ja so eine Art Videoschiedsrichter für den Axel Springer Verlag. Und dann sieht man sich die Szenen 3-4 Mal an und kommt immer noch nicht zu einer einhelligen Meinung. Die abgeschlossene Ligasaison bei Schalke 04 unter Trainer André Breitenreiter sprach Christoph Metzelder an. Ich bin weiterhin, und ich glaube, ich darf das sagen, als Mitglied des FC Schalke 04, übrigens auch Mitglied von Borussia Dortmund. Ich bin enttäuscht über die Saison, weil ich glaube, dass der FC Schalke sehr viel auch investiert in diese Mannschaft. Die ist sehr teuer, hat, glaube ich, das zweite oder drittgrößte Budget in der Bundesliga. Und wenn dann am Ende Platz 5 rauskommt in einem, ich sag mal, Schneckenrennen um die Champions League und Borussia Mönchengladbach, die mit 5 Niederlagen gestartet sind, versus Schalke, die den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hatten, dann ist das unfassbar bitter, wenn dann Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison vor Schalke 04 steht. Beide Talkgäste wagten anschließend einen Tipp auf das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich. Die Mannschaft ist nicht so gefestigt wie beim WM-Sieg in Brasilien. Der Wechsel, der war schon enorm mit Lahm und Mertesacker und was das alles noch jetzt an Aderlass gewesen ist. Und die Spieler, die danach kommen, da fehlt sicherlich einiges noch. Das ist schon ein Aderlass und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. Wir kommen ins Achtelfinale, wir werden auch als Gruppensieger reinkommen, dann werden wir auch ins Viertelfinale kommen. Und dann spielt ja auch der Torwart eine ganz besondere Rolle. Das haben wir 2014 auch gesehen, gegen Algerien, gegen Frankreich hat Manuel Neuer diese Spiele gerettet. Und wir haben mit Abstand den besten Torhüter der Welt. Als Schlussresümee hofft die Fußballabteilung des TuS Haltern auch weiterhin auf eine erfolgreiche Saison.